Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bewerbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Jan Steffen und ich möchte heute in Anlehnung an unseren Besuch bei der Sparkasse Bremen über das Thema Berufseinstieg mit Ihnen sprechen. Welche Themen haben wir vorbereitet? Zum einen, wie findet der Wechsel von Schülerinnen und Schülern in das Berufsleben statt? Und wie kann die Schule letzten Endes einen Beitrag dazu leisten, diese Transformation ideal vorzubereiten? Welche Perspektiven sind dabei zu beachten seitens der Schulen und seitens der Unternehmen? Ich würde gerne einmal noch Bezug nehmen auf das Best Practice der Sparkasse Bremen und am Ende die Azubi-Perspektive einnehmen, sodass wir einen kleinen Überblick bekommen, welche Veränderungen durch den Berufseinstieg letzten Endes in dem Leben der jungen Menschen anstehen. Als allererstes möchte ich allerdings die Frage beantworten, warum ist das relevant? Und relevant ist es aus einem einfachen Grund. Wenn wir uns diese Statistik ansehen, stellen wir fest, dass die Vertragsauflösungsquote gemessen seit 2010 im Schnitt bei 25% liegt. Das bedeutet, 25% aller geschlossenen Ausbildungsverhältnisse werden im Rahmen der Ausbildung aufgelöst. Da kann es unterschiedliche Gründe für geben. Das eine ist sicherlich die mangelnde Berufsorientierung, wo wir in einem anderen Modul drauf zu sprechen kommen. Mangelnde Berufsorientierung und eben das Beschäftigen mit der Frage, was möchte ich als Schüler oder Schülerin wirklich tun. Das kann aber auch ganz häufig oder hat auch ganz häufig aus Erfahrung damit zu tun, dass die Unternehmen bis heute noch nicht alle vollumfänglich verstanden haben, wie wichtig es ist, die Auszubildenden beim Schritt in das Berufsleben aktiv zu begleiten und sich eben auch mit den Herausforderungen beschäftigen, die einhergehen, wenn jemand in die Arbeitswelt eintritt. Hier haben wir einfach mal die kardinalen Veränderungen kurz und knapp zusammengefasst. Also der Schüler geht von einem klassischen Schulalltag mit Pause, mit Freunde treffen, mit, Sie kennen das besser, mit mal zweimal in der Stunde auf Toilette gehen und alles, was Schüler eben tun, um Unterrichtsvermeidungsstrategien anzuwenden. Von diesem Stadium geht er in eine Berufswelt, wo er 8 Stunden am Tag an einem Arbeitsplatz ist und eben auch in gewisser Weise natürlich deutlich intensiver beobachtet wird von jemandem, der zum Beispiel direkt neben ihm sitzt und dafür verantwortlich ist, dass er diese Ausbildung gut durchläuft. Daraus entsteht weniger Freiheit und weniger Freiheit, das passiert ja relativ schlagartig. Also die Schülerinnen sind in einem Moment noch in der Schule und dann kommen die Sommerferien und dann beginnt die Ausbildung. Und dieser Bruch und dieser Cut ist eine radikale Veränderung im Leben und deswegen ist es besonders wichtig, dass eben auch gute Unternehmen sich mit der Fragestellung beschäftigen, wie machen wir diesen Einstieg komfortabel. Und letzten Endes ergebnisorientiert, um die Abbruchquoten bei den Ausbildungsverträgen zu reduzieren. Genau. Dazu kommt eben auch noch, dass es in Teilen von Berufen eine komplett veränderte körperliche Belastungsphase gibt. Das heißt, normalerweise sitzt der Schüler den Tag über in der Klasse, dann gibt es zweimal die Woche vielleicht Sport. Und plötzlich, wenn er zum Beispiel eine handwerkliche Ausbildung macht, dann muss er den ganzen Tag stehen, mit anpacken und mitmachen. Und das ist gerade für die Anfangszeit ist das natürlich nicht ohne. Also einfach eine deutliche Veränderung. Ja, was sind die Vorteile? Also was entsteht für den Schüler als Vorteil, wenn er ins Berufsleben einsteigt? Der Tag wird wahrscheinlich als abwechslungsreicher empfunden werden, weil alles neu ist. Neue Menschen, neue Kollegen, neue Aufgaben. Das ist auf jeden Fall im ersten Moment auch spannend. Dann kommt die finanzielle Entlohnung dazu, klar. Also es gibt einfach Geld und das ist im Leben eines Heranwachsenden natürlich durchaus auch der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Und daraus entsteht dann letzten Endes auch die persönliche Entwicklung. Also es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt, man wird erwachsen und tritt in das Berufsleben ein. Genau. Wie können wir aus Schul- und Unternehmensperspektive, was können wir tun, um diesen Berufseinstieg einfach besser zu gestalten und die ersten Gehversuche in der Arbeitswelt aktiv zu unterstützen? Wir merken das in Projekten im Rahmen der Berufsorientierung und Berufsmessen, dass es immer wieder hilfreich ist, Schüler wirklich zu ermutigen, im Vorfeld der Ausbildung schon, also wenn der Vertrag unterschrieben ist, im Vorfeld der Ausbildung schon Fragen zu stellen. Also man darf durchaus, wenn man den Bewerbungsprozess durchlaufen hat
und sich quasi auf dieses Berufsbild verständigt hat. Man darf durchaus Fragen stellen und konkret die Frage stellen, was erwartet mich an meinen ersten Tagen in meinem Ausbildungsalltag? Wie sieht das Onboarding aus? Vielleicht verwendet der Schüler oder die Schülerin nicht das Wort Onboarding, aber was wird getan, damit ich als Schüler gut in das Unternehmen integriert werde? Werden mir die Kollegen vorgestellt? Habe ich die ersten Tage vielleicht eine besondere Schulung? Gibt es ein gemeinsames Mittagessen, was auch immer? Diese Frage kann man stellen, weil wenn ich diese Frage schon vor Ausbildungsbeginn beantwortet bekommen habe, habe ich unter anderem in den Sommerferien schon viel mehr Zeit, mich gedanklich darauf vorzubereiten. Und man darf eben auch die Schülerinnen und Schüler darauf hinweisen, dass man nicht alles mit sich machen lassen sollte. Also die auch durchaus ermutigen, und wenn man merkt, dass so wie das hier läuft, das einfach auch mal zu hinterfragen. Da kommen wir aber gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Genau. Was sollten die Unternehmen tun? Also wie kann ein Unternehmen und sich vorbereiten auf den Berufs- und den Berufsstart der Auszubildenden? Und daran erkennt man in gewisser Weise auch durchaus schon, von welcher Qualität dieses Unternehmen ist. Also ob es sich wirklich aktiv damit beschäftigt, dass neue Auszubildende anfangen. Und gute Unternehmen haben in der Regel einen Onboarding-Plan, also eine Idee davon, wie sie die neuen Azubis ins Unternehmen integrieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist, und auch das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein gutes Unternehmen, ist, dass es feste Ansprechpartner gibt. Das heißt, der Auszubildende erhält im Vorfeld seiner Ausbildung oder am ersten oder zweiten Tag den Hinweis darauf, wer im Unternehmen sein Ansprechpartner ist und an wen er sich wenden kann. Das lässt ganz tief blicken und löst ein großes Problem. Weil wenn der Auszubildende oder die Auszubildende in einem Rahmen der Ausbildung ein Problem hat, dann kann er oder sie ja nicht zu seinem Vorgesetzten gehen, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der Vorgesetzte Teil des Problems ist. Und deswegen ist es immer gut, wenn es eine neutrale Person als Ansprechpartner gibt, und Unternehmen, die da besonderen und gesteigerten Wert drauf legen, bieten das eben an. Das ist sehr, sehr hilfreich und schon bei der Berufswahl und bei der Suche nach dem entsprechenden Beruf ein absoluter Indikator dafür, ob das ein gutes Unternehmen ist. Genau. Wie ist es zum Beispiel, oder wie wird der Auszubildende im Vorfeld integriert? Also es gibt Unternehmen, wenn man im Rahmen der Ausbildung eine Unternehmens-E-Mail-Adresse bekommt, es gibt Unternehmen, die nehmen Auszubildende zum Beispiel schon in erste E-Mail-Verteiler auf. Oder bei dem Verwenden von Kommunikationssystemen, also zum Thema interne Kommunikation, dass die Azubis schon in das Austauschnetzwerk des Unternehmens, also ins Kommunikationsnetzwerk des Unternehmens eingebunden werden. Das ist sehr hilfreich, denn somit wird direkt eine Bindung erzeugt, schon vor Ausbildungsbeginn, und man kann im besten Fall schon die ersten Kontakte sogar knüpfen. Generell gilt viel Kommunikation auf Augenhöhe und sich eben von Unternehmensseite darauf einstellen. Wir waren bei der Sparkasse, und ich würde einfach nochmal an dem Beispiel der Sparkasse, was in dem Fall stellvertretend für viele andere gute Unternehmen zu betrachten ist, sagen, was da so passiert, aus unserer Betrachtung ein guter Indikator für eine gute Ausbildung ist. Und zwar, es wird schon im Vorfeld der Kontakt gehalten. Also vor Ausbildungsstart findet ein Kontakt, eine Interaktion statt. Genau, es gibt schon ein Girokonto, das ist sicherlich sehr sparkassenspeziell, aber grundsätzlich auch eine gute Möglichkeit, es zu binden. Und dort findet ein zweiwöchiges Onboarding statt. Das heißt, die Azubis stolpern nicht direkt in den Arbeitsalltag rein, sondern werden erst einmal 2 Wochen begleitet und aktiv durch erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Und da geht es gar nicht immer so sehr um das Inhaltliche, ob bei der Sparkasse oder auch bei anderen Unternehmen. Da geht es also nicht darum, wie buche ich Ein- und Ausgänge von Zahlungen als Beispiel, sondern da geht es darum, dass dieses Mentoring stattfindet, was ich eben erwähnt habe, dass Azubis wirklich bei dieser Transformation Schule in das Berufsleben aktiv begleitet werden. Und wenn das nämlich stattfindet, reduziert sich unweigerlich die Abbruchquote, weil häufig sind Abbruchquoten gar nicht so sehr der Tätigkeit geschuldet, gibt es sicherlich auch. Aber im Personalmarketing haben wir den Satz, 75% aller Mitarbeiter kündigen nicht ihren Job, sondern ihrem Chef. Und das gilt in der Ausbildung auch oder ist tatsächlich vergleichbar.
Ja, der alte Satz, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das habe ich von meinen Eltern noch mit auf den Weg gegeben bekommen und ich glaube, dass es heute auch noch vielen Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gegeben wird. Das sehen wir mittlerweile nicht mehr ganz so. Wenn wir uns den Fachkräftemangel angucken und wenn wir uns auch den demografischen Wandel angucken, dann entsteht eine Situation, dass gerade junge Menschen, die durch eine Berufsausbildung in den Arbeitsalltag einsteigen, heutzutage eine sehr, sehr gute Position haben. In allen handwerklichen, gastronomischen und Dienstleistungsberufen werden Fachkräfte gesucht, gerade für Ausbildung. Wir haben einen Run auf Hochschulen, das heißt, viele möchten lieber studieren dann nochmal. Das heißt, wenn ich mich als Azubi für eine Handwerksausbildung als Beispiel entscheide, dann kann ich mir schon bei gewisser Qualifikation und Interesse herausnehmen, auch im Vorfeld Dinge zu erfragen und muss einfach nicht alles mit mir machen lassen. Natürlich ist es in der Ausbildung so, dass man eben was lernt, darum geht's und der Vorarbeiter kann das besten Fall und wenn man das lernt, kann man das noch nicht. Es geht also nicht darum, besonders vorlaut zu sein oder gar unverschämt, aber es geht schon darum, dass man versucht, wirklich zu lernen und nicht nur drei Jahre lang den Hof fegt als Beispiel. Und die Sparkasse hat das in unserem Gespräch als Beispiel gezeigt. Dort bekommen die Azubis bereits relevante Aufgaben. Das heißt, die dürfen an Projekten mitarbeiten. Es werden Ideen geteilt. Die Meinung darf kundgetan werden und wird auch gehört. Und es kann eben auch eine gewisse Verantwortung übernommen werden. Und wenn ich die Schülerinnen oder Schüler direkt darauf gut vorbereite beim Berufsanstieg, dann zeigt sich relativ schnell, dass das Übernehmen von Verantwortung in einem geregelten Rahmen durchaus eben auch zur Identifikation und dazu beiträgt, dass diese Transformation Schule, Beruf ganz gut gelingt. Genau, es gibt dann in dem Fall, das machen auch viele Arbeitgeber und ist wiederum ein Indikator dafür, dass es ein guter Arbeitgeber ist, dass die Personalabteilung bei der Wohnungssuche unterstützt, wenn es zum Beispiel eine neue wenn es eine Umzugssituation gibt oder alle Dinge, die letzten Endes auch zu der Selbstständigkeit gehören. Also ich wohne das erste Mal alleine, dass man vielleicht mal einen Tipp gibt. Und das kann man auch durchaus fragen als Berufsansteiger, wie kann ich unterstützt werden beim Berufsansteig? Also zum Beispiel, manche Unternehmen bieten dann Kochkurse an, dass der Azubi, der jetzt von zu Hause ausgezogen ist, aus Muttis Küche weg, damit er nicht in nur Pasta mit Ketchup verfällt, sondern dass er eben auch direkt lernt, eigenständig zu leben. Und das sind alles Indikatoren und daran kann man eben auch erkennen, dass der Berufsanstieg gut funktionieren kann. Was ist aus der Azubi-Perspektive wichtig? Also wie kann der Auszubildende einen Fehlstart vermeiden und was kann auch die Schule noch tun, um ihn da letzten Endes darauf vorzubereiten? Es ist wie in allem, das Thema Pünktlichkeit in der Arbeitswelt ist entscheidend oder sehr, sehr wichtig. In Deutschland ohnehin hat Pünktlichkeit einen sehr hohen Stellenwert. Und diese Pünktlichkeit, da geht es darum natürlich um Respekt, um Höflichkeit, aber letzten Endes kommt es irgendwann eben auch an den Punkt, dass die Kollegen und Kolleginnen sich auf den Kollegen verlassen und wenn der immer zu spät kommt, dann lässt er seine Kollegen hängen und dann hat das zur Folge, dass der Auszubildende auch im Team sich gar nicht richtig integrieren kann, weil man sagt, ja, der kommt ja nicht, der lässt uns immer hängen und ich kann mir vorstellen, wenn man Schüler darauf vorbereitet und denen sagt, hey, pass auf, ihr müsst nicht pünktlich sein, weil der Chef sagt, du musst um 9 Uhr da sein, sondern ihr müsst eben auch pünktlich sein, sonst fühlen die Kollegen sich von euch hängen gelassen und ihr müsst 3 Jahre zusammenarbeiten, dann kann ich mir vorstellen, dass das eben auch greifbarer wird und vielleicht besser vermittelbar. Klar, richtige Anrede und wie spreche ich meine Kollegen an? Die meisten Kollegen werden das aber klar sagen. Wenn man sich nicht sicher ist, lieber immer erstmal das Sie. Und da kann man den Schülern auch nochmal generell vermitteln, dass der höhere Dienstgrad oder das höhere Alter immer dem jüngeren oder dem niedrigeren Dienstgrad das Du anbietet. Also haben wir auch schon erlebt, dass Auszubildende dann in der Euphorie nach der dritten Woche groß und fröhlich und dann gesagt haben, ja, ich bin übrigens der Sebastian. Das kann man dem Sebastian
Sebastian gar nicht übel nehmen, der meint das gut, aber das kommt vielleicht nicht ganz so gut an und dadurch kann dann auch eine Missstimmung letzten Endes entstehen. In Vorbereitung sich wirklich mal auf den Ausbildungsstart konzentrieren und sich auch mit der Fragestellung beschäftigen, was ändert sich in meinem Leben? Und dann eben auch seine eigenen Rechte zu kennen. Das können wir immer nur motivieren. Diese Annahme, dass Auszubildende billige Arbeitskräfte sind, das war, glaube ich, viele Jahre wirklich, wirklich so und in vielen Unternehmen, nicht in allen natürlich. Aber das fällt vielen Unternehmen gerade auf die Füße, weil deswegen einfach viele potenzielle Auszubildende eher studieren, weil sie sich halt sagen, für 600 Euro netto im Monat lasse ich mich doch hier nicht ausnutzen. So, und was vor 10, 15 Jahren in einigen Branchen gut funktioniert hat, klappt eben nicht mehr, weil genau diese Branchen heute mit dem enormen Fachkräftemangel zu tun haben. Deswegen ist es hilfreich, sich auch in gewisser Weise mit den Rechten als Schüler auszukennen, um da auch zu wissen, okay, wie weit dürfen die gehen, was muss ich mir bieten lassen und was geht einfach auch zu weit. Und dann kann man sich als Schüler natürlich auch ganz klar mit der Fragestellung beschäftigen, kann ich zu meinen eigenen Fehlern stehen und kann ich das in irgendeiner Form auch reflektieren? Also dieses Thema, dass Schüler beim oder junge Auszubildende beim Berufsstart Dinge vertuschen, dass die nicht zu ihren Fehlern stehen aus Angst, dass sie dann Ärger bekommen. Davon können wir tunlichst abraten. Das bringt ganz schnell Sand ins Getriebe der Berufsausbildung, wenn das dann auffällt und hat eben auch zur Folge, dass das für beide Seiten ein frustrierendes Erlebnis ist. Also die Schüler wirklich zu motivieren, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, dann sagt das, seid da einfach so und vertuscht es nicht, weil durch das Vertuschen entstehen in der Regel dann noch ganz andere Probleme und dann gibt das einen Rattenschwanz und der macht letzten Endes der bringt keinem was. Genau. Ich kann mir aus Azubi-Perspektive auch noch mal kurz die Frage stellen, auch schon bei der Bewerbung, aber spätestens dann, wenn es wirklich konkret wird in dem Berufsanstieg, welche Reputation hat mein Arbeitgeber? Also was ist das für ein Arbeitgeber? Und dazu gibt es gängige Portale, die Kununu, Glassdoor, Instagram, auf Facebook kann man das viel gucken, dass man eben schaut, wie präsentiert sich der Arbeitgeber und wie bewerten auch andere Mitarbeiter des Unternehmens den Arbeitgeber? Und sich das einfach mal durchlesen, weil manchmal ist es ja so, dass gerade in der Vorbereitung solche Dinge auf der Strecke bleiben. Wir können immer nur animieren, gerade im Bereich Ausbildung, sich den Arbeitgeber im Vorfeld auch anzuschauen. Genau. Ja, und wenn es mal hakt in der Ausbildung, ist aus unserer Erfahrung ist ganz wichtig, dass die Azubis im Vorfeld schon dazu motiviert werden, wirklich zu kommunizieren und die Nöte und Sorgen auszuformulieren und an den entsprechenden Ansprechpartner zu richten, kommunizieren, lernen, statt eben aufgeben. Jetzt ist das eine Gratwanderung, da sind wir wieder dabei. Natürlich muss man manchmal als Azubi auch die Faust in der Tasche machen. Die Veränderung in den Berufsalltag ist eben, oder der Weg in den Berufsalltag ist eben einschneidend, aber Man muss drüber reden, wenn einem Dinge nicht klar sind, wenn es nicht versteht, wenn man sich mit etwas unwohl fühlt, wenn man zum Beispiel eine Aufgabe machen muss oder machen soll, die man sich nicht zutraut, dann die Azubis wirklich dazu animieren und die Schüler darüber zu reden und das eben klar anzusprechen. Kritik eben auch mal annehmen, wo sie angebracht ist, auch das, also man muss nicht alles zu Tode diskutieren, wenn Kritik angebracht ist, dann sollte man eben das auch mal hinnehmen und akzeptieren und und dann eben noch der alte Satz, die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist ein Nein. Also ich sollte als Schüler schon wirklich den Mut haben und das wollen Arbeitgeber auch gerade in den ersten Monaten, dass man wirklich Fragen stellt, sagt, warum ist das so oder darf ich das? Nicht runterschlucken, nicht sagen, oh, ich darf ja hier nicht, ich bin hier der Neue, sondern wirklich sagen, ich stelle diese Frage, ich möchte das wissen und wenn ich diese Frage nicht stelle, dann wird sie per se abgelehnt. Genau. Ja, und aus Azubi-Perspektive genau hier nochmal die Fragestellung, wie sieht das Onboarding aus?
In welche Abteilungen komme ich? Also alles Fragen, die ich als Azubi oder als angehender Azubi stellen kann und stellen sollte und die meinen Berufseinstieg eben auch mit mehr und mehr Inhalt füllen. Und je mehr ich über das weiß, was mich erwartet, desto sicherer fühle ich mich und desto wohler fühle ich mich in der Situation. Also die Fragestellung, wie sieht das Onboarding aus? In welche Abteilung komme ich alles und wie sehen dort ungefähr meine Aufgaben aus? Gibt es ein Mentoring? Ich hatte das eben angesprochen. Das kann man durchaus fragen. Gibt es jemanden, der mich begleitet, der mich in meine Entwicklung begleitet? Gibt es Entwicklungsgespräche? Und was ist, wenn ich Fragen zu Berufsinhalten habe? Also einfach diese fünf Fragen, die ein Auszubildender nach Vertragsunterzeichnung wirklich gerne stellen kann, macht einen guten Eindruck, weil das eben auch Fragen sind, die Interesse zeigen und zeigen, dass man sich damit beschäftigt hat und sich eben auch auf die Ausbildung freut. Ja, die Takeaways, was können wir quasi als kleine Zusammenfassung festhalten? Es ist eine Vorbereitung auf eine entscheidende Veränderung im Leben. Es verändert komplett das Leben eines jungen Menschen und das muss ihm klar sein, dass es wirklich anders wird, anders wird, als es noch in der Schule war. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es ist eine Erweiterung, es geht um Kommunikation, er muss kommunizieren lernen, Dinge ansprechen, statt mit sich herumzutragen oder gar direkt abbrechen. Also wirklich dazu animieren, wenn es mal ein Problem gibt, erstmal drüber reden, nochmal drüber reden und dann kann man irgendwann immer noch sagen, das hat für mich nicht gepasst. Wir haben das ganz häufig in Unternehmen, im Handwerk, dass dann aus Gründen Ausbildungen abgebrochen werden, wo man sagt, boah, das hätte man mit einem Gespräch wirklich gut lösen können, wenn wir dann die Auszubildenden fragen, warum ist das so, warum hast du nicht gefragt, ja, ich darf doch nicht, ich bin doch Azubi. Und da sagt jeder Arbeitgeber, ja, naja, aber ne, also irgendwie müssen wir ja schon miteinander reden. Deswegen absolut gut, die dahingehend zu motivieren. Aufgeschlossen sein, natürlich lernbereit sein, Hilfsbereitschaft, reflektieren lernen, also eben sich die Frage zu stellen, wie ist das gelaufen, wie hätte das vielleicht anders oder besser laufen können, einfach mal drüber nachdenken. Ja, und nicht zuletzt Spaß zu haben, denn es ist ein neuer Schritt in einen neuen Lebensabschnitt und Arbeiten kann auch durchaus Spaß machen, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, im richtigen Team, mit den richtigen Kollegen. Das von meiner Seite an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.